Oh, so eine schöne Hintergrundmusik. Herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Mit mir, dem Ameisenkönig, und unserem edlen Jedi-Ritter Xonias, jawoll. In der letzten Folge haben wir auf der Valiant den netten Warren gerettet, der auch dem Imperator zum Opfer fiel mit seiner Brainwashing-Methode, wie er es bei Revan und bei uns gemacht hat. Und anscheinend auch bei Tol Braga, der sich jetzt auf Corellia befindet. Und bevor wir jetzt nach Corellia fliegen, wollte ich euch etwas über den Planeten erzählen, denn ich kenne den Planeten selber noch gar nicht. Zur Info, da die Serverarbeiten jetzt heute wieder dran sind, also irgendwie neuer Patch aufgespielt wird, wird in einer halben Stunde der Server weg sein. Deswegen dachte ich mir, scheiße, du musst heute noch was aufnehmen. Lieber jetzt als später, und wir haben jetzt Viertel nach neun. Halb zehn haben wir jetzt schon. Und da die Wartungsarbeiten wahrscheinlich bis 1 Uhr dauern, dachte ich mir, schnell eine Folge, und deswegen könnte ich mir noch etwas dunkel anhören, weil ich eben erst aufgewacht bin und ich habe zwar meine Aufwärmübung für die Stimme gemacht, aber naja, könnte sich ein bisschen anders anhören bei mir jetzt. So, Corellia ist zwar eine der Gründungswelten der Galaktischen Republik, ist aber trotzdem stolz darauf, unabhängig zu sein. Auf Corellia werden einige der imposantesten Raumschiffe der Galaxis gebaut. Und von dort stammen auch viele waghalsige Piloten. Männer und Frauen, die forschen, handeln oder einfach dem Gesetz immer einen Schritt voraus sind. Die Städte sind, wie auch die Leute, unverwechselbar korrelianisch, und ihre Architektur bindet trotz der starken Industrie die umgebende Natur ein. Okay. Vor kurzem erklärte sich die korrelianische Regierung bereit, ihre Macht an das Sith-Imperium abzutreten. Was? Hallo? Die sind eine der Gründungswelten der Galaktischen Republik, was ist das denn? Dies hat trotz der imperialen Behauptung, die Übernahme sei völlig legal, erfolgt, zu Aufständen auf den Straßen und einer Revolution geführt, und die Hauptstadt Coronet City hat sich in ein Schlachtfeld verwandelt. Ja, kein Wunder. Wenn ganz plötzlich eine galaktische Gründungswelt, also der Republik... Ah ja, wir gehen jetzt zum Sith-Imperium wollen, ne? Alles klar. Ciao. Dann ist da irgendwas nicht richtig im Busch. Da ist Böses im Busch. Böses? Böses! Meisterin, ich bin auf Corellia gelandet. Nach dem, was hier alles anfliegt, scheint die Schlacht sehr heftig zu sein. Corellia befindet sich im totalen Kriegszustand. Die Republik und das Imperium kämpfen ohne Gnade. Die Verluste sind niederschmetternd. Und das nicht nur aus militärischer Sicht. Stündlich sterben tausende Zivilisten. Und jeder Tote bringt den Imperator seinem Ziel näher. Und genau deshalb dürfen wir uns nicht zurückziehen. Wenn die Republik abrückt, wird das Imperium jedes Wesen hier auslöschen. Hey, es hat geklappt! Scorch hat seine dämliche Brille nicht mehr auf. Oh, ja! ja, schon irgendwie ein bisschen kacke hier, ne? Corellia, der letzte Planet, auf dem das finale Battle zwischen der Republik und Imperium ausgetragen wird. Oh, mal schauen, was Vardonas so macht. Ich bin jetzt mit Xonias weiter als mit Vardonas. Das wird interessant, ja. Krieg ist die Waffe des Imperators. Unser Feind braucht keine Waffe, die ganze Planeten zerstören kann. Der Krieg selbst wird ihm bringen, was er will. Meister Tol Braga hilft dem Feind. Er weiß, wie er uns treffen und unsere Bemühungen, den Planeten zu retten, zunichte machen kann. Für den Sieg ist es unbedingt notwendig, dass wir Meister Braga aus der Kontrolle des Imperators befreien. Dann sollten wir genau das tun. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Monster einen Jedi als Sklaven hält. Nach dem anhaltenden Einfluss des Imperators dürfte es schwierig sein, Meister Braga zu befreien. Aber wir müssen es versuchen. Es leben nur noch wenige Jedi auf Corellia. Ich schicke Verstärkungen aus dem Outer Rim, aber das sind unerfahrene Leute. Wir brauchen einen starken Anführer für diese Schlacht. Ich ernenne euch zum Oberbefehlshaber der Jedi-Truppen auf Corellia. What? Oh yes, baby! Zack, zack, zack! Wir sind jetzt der Obermeister, was? Oberbefehlshaber! Oberbefehlshaber Xonias hier. Bring mir meinen Kaffee mit extra viel Sahne und zweieinhalb Stück Zucker. Was? Es gibt immer nur ganze Stück. Zweieinhalb Stück Zucker. Okay, okay. Ja, geil. Alles klar. Ich gebe mein Bestes, Meisterin. Ich werde diese Krise mit so wenigen Opfern wie möglich beenden. Corellia darf nicht fallen. Ihr habt zwei Aufträge. Unterstützt mit unseren Truppen den Militäreinsatz der Republik und findet Meister Braga.
Bis Verstärkung eintrifft, solltet ihr die wenigen Jedi sammeln, die noch auf der Oberfläche sind. Mein Kontakt, Captain Rick Dean, wird euch helfen, sie zu finden. Ich schicke euch seine Koordinaten. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Ah, ja, mega geil. Ach, Lord Scorch ist jetzt hier oben? Ich verstehe. Vielleicht seid ihr noch jung genug, um die Stärke der Sith in euch aufzunehmen. Nee, die Stärke der Jedi ist schon überragend. Beziehungsweise natürlich, ich weiß nicht genau, ob Xonias auch einer ist, der die dunkle Seite so versteht, wie Revan sie verstanden hat und nicht abgestoßen hat. Ihr wisst, was ich meine. Wieder diese ganze graue Jedi-Ritter Debatte. Das finde ich jetzt nur komisch, dass er da oben steht, obwohl er immer unten rumlungert. Aber ich habe eben wieder minus 117 bekommen bei Scorch. Ey, du bist so ein dreckiger Sith, ey. Hafferhart. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir runter nach Corellia. Mal schauen, was da abgeht. Oh, sind noch schon irgendwelche Meldungen gekommen? Nee. Ich frage mich, ob die das gleich melden irgendwie. In 10 Minuten werden die Server runtergeschaltet. Ausgeschaltet, so oder so. Mal jucken. So, Corellia. Oh. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal was von Corellia gehört? Denn, ja gut, ich gucke jetzt nicht so viel Star Wars, die Serie zum Beispiel, was mein kleiner Bruder immer macht. Es gibt ja diese, wie heißt das? Die Clone Wars. Star Wars, The Clone Wars. So eine Serie, die glaube ich so 3 Staffeln hat und beschreibt, was zwischen Teil 2 und Teil 3 passiert. Ich glaube, da könnte wahrscheinlich Corellia erwähnt worden sein, oder? Wisst ihr das vielleicht? Oder noch irgendwo anders? Ich bin halt nicht so einer, der viel von Star Wars bisher genossen hat. Wenn dann nur die Filme exzessiv und die KOTOR 1 und 2 exzessiv. Aber da war Corellia doch nie... Nee, ich glaube, da war es nie. Wurde es nie erwähnt. Ha, sieht aber aus wie Coruscant. So als ob Coruscant gerade kaputt geworden ist. Ich denke mal, Coruscant könnte ja auch Einfluss haben auf die Architektur, weil Coruscant ja auch ziemlich nah liegt. Das ist ja alles die Hauptwelt. Wir sind jetzt hier in den Hauptwelten, ne? Also ziemlich nah am Zentrum der Galaxis. Okay, die haben halt Coruscant so als Zentrum der Galaxis bestimmt, glaube ich, irgendwann mal, als die Republik geformt wurde. Das ist ja doch interessant, jetzt mal so wieder ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen über die Republik. Vielleicht schnappt man da auch was auf, weil es ist eine der Gründungswelten. So wie wir auf Belsavis ein bisschen mehr über die Rakata erfahren haben. Dass die, ja zum Beispiel bei Vadonos war es ja so, dass wir erfahren haben, dass die Twi'lek und die Zabrak erschaffen haben, die Rakata. Eine eigene Spezies, Mann, sind die Rakata geil. Meine Fresse, die haben wahrscheinlich auch 3 Eier anstatt nur 2. So hammerhart sind die gewesen. Kann ich mir gut vorstellen. Hallo, schwarzer Bildschirm. Ich bin der Oberbefehlshaber hier. Hammerhart. So, T7, wir sind jetzt hier der Geilste. Wir haben jetzt auch 3 Eier. Okay, im geistigen Sinne, ihr wisst schon. Nein, ich glaube, Xonas hat nur 2. Keine Sorge. Das wäre, oh Gott. Nee, kennt ihr das bei... Genau, deswegen, ja. Ich glaube, deswegen bin ich drauf gekommen bei... Ich glaube, beim ersten Austin Powers-Film war das irgendwie... Oder im zweiten? Irgendwie hat irgendwer Dr. Evil irgendwie was in die Eier verpasst und er sagt dann so... Oh, ich weiß nicht, ob alle da sind. 1, 2, 3. Okay, alle Eier da. Genau deswegen bin ich drauf gekommen. Oho. So. Oberbefehlshaber, wo ist meine Trage? Ich will hier getragen werden. Du, wo ist mein Kaffee? Aber ich habe eine ganze Würfel gefunden. Dann mach doch einen in die Hälfte. Mach einen zu 2 halben. So. Oh ja, der normale Aufbau von einem Raumhafen. Die haben auch immer diese Standard-Kits, glaube ich. Wenn die irgendwo auf einen Planet kommen und dann irgendwas aufbauen wollen. Ja, wir haben wieder unseren normalen Raumhafen. Hier so ein Kit. Wie so ein Teil, was sie aufbauen und immer gleich aussieht. Auf jedem Planeten. Ziemlich lame. Das könnte die Ausrede sein für die Leute, die das programmiert haben. So, ist das hier unsere Planetenquest oder dort hinten? Ich glaube mal diese hier. Ich glaube, ich werde Corellia noch eine letzte Chance geben, dass es mich überrascht von der Planetenquest. Obwohl man sagen muss, dass auf Voss die Planetenquest natürlich nicht kacke war. Die war echt geil. Dieser Plot, dass
die Voss früher Gormak waren. Oder war es andersrum? Oh Gott, nee, jetzt habe ich es ja vergessen. Fuck. Ich vergesse es immer. Waren die Gormak zuerst da oder die Voss? Auf jeden Fall, dass die immer eine Spezies waren. Und das alleine hat mich echt schon umgehauen. Und ja, ich glaube, wir könnten Corellia auch mal diese Chance geben. So, Corporal Hartke. Hey, gut, dass ich euch hier treffe. Die Republik braucht die Jedi im Moment dringender denn je. Corellia steht unter imperialer Kontrolle. Jeder Trupp, Soldat und Kommandant in der Galaxis kämpft, um den Planeten zu befreien. Wir dachten, das Imperium hätte den Planeten gewaltsam eingenommen. Aber anscheinend hatten sie den Segen des Corellianischen Rats. Ah, gut, jetzt werden wir über die Hintergründe eingeweiht, warum Corellia zum Imperium übergelaufen ist. Und das Corellianische Volk? Damit waren doch die Corellianer bestimmt nicht einverstanden. Die Bevölkerung von Corellia hat den Erstschlag gegen das Imperium ausgeführt. Leider konnten sie nicht viel Schaden anrichten. Das Imperium hat Fabriken, Werften und sogar das Transportsystem vor Ort eingenommen. Die Transportblockade ist zum dringlichsten Problem geworden. Die Republik hat Verbündete überall auf Corellia. Aber ohne Zugang zum Raketenbahnsystem sitzt der Großteil der republikanischen Armee hier fest. Und ich soll euch helfen? Ihr braucht jemanden, der fähig ist, den Zugang wiederherzustellen. Verstanden. Wir haben schon genug Probleme, diesen Raumhafen zu halten. Er ist die einzige Verbindung zu Corellia, die wir haben. Corellia ist eine Kernwelt, ein wichtiges Industriezentrum und ein Gründungsmitglied der Republik. Wenn wir hier fallen, dann vielleicht für immer. General Aves weiß mehr über die Lage des Bahnsystems. Er will jeden sehen, der seine Hilfe anbietet. Alter, ich bin der Oberbefehlshaber der Jedi. Krasse Scheiße, dass er nicht niederkniet. Na okay, jetzt kommen wir, können es mal lassen, ja. Okay, wir sind jetzt gerade so ein bisschen, wie sagt man, über den Kopf hinausgewachsen? Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen das erstmal auf dem Boden wiederfinden. Wir sind nur der Jedi-Oberbefehlshaber. Ganz ruhig, Xonias. alles klar, ihr könnt auf mich zählen. Ablenkung, Verstärkung, eine bewaffnete Eskorte. Alles, was die Republik gebrauchen kann. Der Zugang zur Raketenbahn ist eher eine Frage der Sicherheit als der Feuerkraft. General Aves hat einen Kommandobunker hier im Raumhafen. Ich sage ihm, dass ihr kommt. Yeah, General Aves. General Aves, oh Gott, der sieht ja aus, als ob er schielen würde. Oh je, yeah. Okay, ob der so kompetent ist, ich weiß es nicht. Der Anführer der militärischen Bemühungen auf Corellia kämpft für die schwierige Republik. Ja, okay, ist nicht so wirklich interessant. Oh, da hinten ist eine... Ist das die Kantina hier? Ah. So, erstmal die freischalten. Nur Abonnenten erhalten Ruheerfahrung für den Aufenthalt in einer Ruhezone. Was für eine Scheiße. Hammer, deswegen bin ich auch so schlecht gelevelt, weil ich bin zwar ausgeruht immer. Da unten steht, du bist ausgeruht und erhältst doppelte Erfahrungspunkte. Warte mal. Nein, dann muss ich anders formulieren. Du bist ausgeruht und erhältst doppelte Erfahrungspunkte. Nur Abonnenten sammeln Ruheerfahrungspunkte. Richtig, richtig hinterfotzig ist das hier. Krasser Scheiß. Ja, du bist zwar ausgeruht, aber nur Abonnenten können das nutzen, dass du ausgeruht bist. Also nützt es dir gar nichts. Hahaha. Hohoho. Ah. Donnerwerft. Okay, das sieht sehr industriemäßig aus. Cool. Ich bin mal gespannt über diese... Die meinten ja, das wäre hier Industrie mit der Natur eingebunden. Wie das hier ausjuckt. Später. Ich lese erstmal den ersten Absatz vor. Corellia verfügt über zahlreiche Raumhäfen, aber nur wenige sind so ausgedehnt wie die Donnerwerft. Vor der imperialen Invasion wurden hier von örtlichen Unternehmen täglich tausende von Schiffen gebaut oder versorgt. Söldner, die vom Outer Rim eingeflogen sind, um die Triebwerke ihrer Schiffe von einem legendären korellianischen Mechaniker verbessern zu lassen, machten neben Werften fest, in denen gigantische Luxuskreuzer für die reichsten Adligen der Galaxis gebaut wurden. Dutzende von Kantinas und kleinen Vergnügungslokalen erfüllten die Wünsche und Bedürfnisse der Besucher und Arbeiter, die sich eine Pause von Raumreisen oder der täglichen Arbeit gönnen wollten. Alles klar. Nett. Müssen wir auch mal gleich mal machen, wenn wir zu viel gearbeitet haben. Aber, okay, Natur einbauen ist ein bisschen... Der Baum sieht verdorrt aus. Das ist ja ein bisschen Heuchelei jetzt hier. Ist ja genau wie wenn man irgendwie in New York irgendwie einen Baum pflanzt. Aha, wir tun was für die Umwelt. klingt total bescheuert, weiß ich nicht. Oh, nein. Ja, ich wollte auf dem... Ach Gott. Nächstes Mal. Ah.
Ja, wo müssen wir überhaupt hin jetzt hier? Das sieht ja total nach Industrie aus. Guckt euch das mal an. Alles nur eckig. Alles nur eckig. Das ist jetzt hier Jedi-Kommandant. Unsere Klassenquest ist Jedi-Kommandant. Okay, doch. Und Blockadenbrecher. Dazu müssen wir nochmal rein. Aufzug. Ach so, wir müssen da in den Hangar für General Aves. Ach so. Ja, okay. Machen wir in der nächsten Folge. Mich interessiert jetzt erstmal die Klassenquest. Quest? Quest. Nein, die Klassenquest. In der Klassenquest können wir ein bisschen mehr Action machen und die ist auch ein bisschen interessanter. Wow! Yo, hier sind so ein paar Bomben abgeliefert worden von dem Imperium. Eine Lieferung von Bomben. Hier bitte unterschreiben. Nein, die habe ich nicht bestellt. Nein, Quatsch. Die wurden auch ohne Unterschrift abgeliefert. So, also wir sind jetzt hier der Oberbefehlshaber und die sollten uns hier den Kaffee bringen. Gucken, ob er da ist. Ich will, dass diese Schildgeneratoren einsatzbereit sind. Und zwar gestern. Na los, Privates. Captain Rigdeen, Meisterin Satil Shan hat mich geschickt. Ich bin der neue Jedi-Kommandant. Ihr habt es geschafft, dem Himmel sei Dank. Die Imperialen kontrollieren hier so viel Gebiet, dass wir kaum eine Landezone errichten können. Wir stehen unter ständiger imperialer Bombardierung. Das ist ein verdammtes Nadelöhr hier. Ah, gut. Ich brauche die anderen Jedi. Darum kümmere ich mich, sobald alle Jedi hier unten versammelt sind. Meisterin Satil sagte, dass ihr helfen könnt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Jedi ich schon in Leichensäcken nach Hause geschickt habe. Es sind nicht mehr viele übrig. Die Fähren mit eurer Verstärkung treffen in Kürze ein. In der Zwischenzeit solltet ihr die wenigen Truppen sammeln, die bereits hier sind. Ich habe die Koordinaten des letzten bekannten Aufenthaltsortes eurer Jedi-Freunde. Ich fürchte, mehr kann ich euch nicht anbieten. Wie? Sind die Jedi noch am Leben? Ich bin nicht hier, um Leichen einzusammeln. Ich muss wissen, ob sie noch leben. Das lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Hier ändern sich die Dinge schlagartig. So schlimm ist es hier. Hier versammeln sich eure Streitkräfte. Sobald Verstärkung eintrifft, begibt sie sich dorthin. Vielleicht findet ihr mit diesen Informationen die Jedi, die ihr sucht. Ah, dreckiger Sack. Jetzt muss ich in brennenden Wohngebäuden nach Jedi suchen. Was ist denn das hier für eine Scheiße. Schlacht, du Heilige. Jedi-Kommandant, wir müssen jetzt hier rein und dort findet den Jedi beim brennenden Wohngebäude. Oh ja, der lebt noch. Oh ja, mit Sicherheit. Ja, komm, das machen wir eben. Und dann kann ich das perfekt in die nächste Folge einbauen, dass ich dann in der nächsten... Oh, Kantina, goldener Abstieg. Hört sich nach einer Kantina an, wo Han Solo reingehen würde. Weil, okay, so wurden die auch beschrieben bei dem... Ach du, hier sind auch schon Imperiale. Junge, hier lungern auch schon Imperiale rum. Ich dachte, die ganze Stadt wäre erstmal für uns hier und nicht nur der Raumhafen. Ach du heilige Scheiße. Ich umgehe erstmal ganz dezent diese ganzen Viecher hier. Und jucke erstmal nach dem ersten Jedi. Müssen wir denn nur nach einem Jedi gucken? Ich weiß es nicht genau. Oh, das wird schwierig, ob wir den da finden. Komm. Oh, wieder ein paar Büsche. Wow, echt Natur eingebunden hier, die ganze Stadt. Wow. Zuck. So, ist hier irgendwer? Ich sehe es nicht. Da. Angriff. T7 geht hin. Junge, der wäre da richtig aufs Maul. Der kassiert gleich mal richtig. Zack. Jawohl, geil, T7. Du bist echt... Du hast echt Eier aus Stahl. Also wenn, dann du. Oh, so. So, 10 von den Typen müssen wir fertig machen und dann... Verängstigte Zivilistin, aha. Und kein Jedi in Sicht. Ach, was ist das denn hier? Komm, wir ballern den erstmal richtig einen vollen Latz. Und dann suchen wir mal weiter. Was hier so abgeht. Oh, ich bin doof. Oh, Gesundheit für mich. Ich bin so richtig heftig jetzt, seitdem ich Level 50 erreicht habe, weil dann plötzlich alle Fertigkeiten von mir konnte ich nochmal beim Lehrer den nächsten Rang erlernen. Das war ziemlich interessant. Nein, die haben uns halt gesehen. So eine Kacke. Das fand ich sehr interessant. Weil ich jetzt einfach so viel Schaden mache bei jeder Fertigkeit, wo ich eigentlich vorher gesagt habe, naja, okay, Meisterschlag ist immer das Geilste, aber jetzt machen die alle ziemlich derbe viel Schaden. Niedrige Gesundheit, nein.
Super. So, ich verpiesel mich mal eben kurz, um meine Gesundheit zu regenerieren. Nein, einer fehlt mir noch und jetzt laufen die letzten beiden dort hinten in dieselbe... Ne, da hinten sind noch zwei, okay. Oder ne, da sind nur... Unau Aharo. Ach, ein Alien. Oh, mit dem Alien kann ich nichts anfangen. Ich will einen Jedi haben, kein Alien-Jedi. Weiß ich nicht. Ich will mal irgendwen, wenn ich mit irgendwem zusammenarbeite, finde ich das geiler, wenn der irgendwie basic spricht. Anstatt die ganze Zeit nur... Hilo haben, Hilfe, ich nicht verstehe. Versuche ich mal hier hinten aufzuhalten, damit der mich dort hinten nicht sieht. Der sieht mich doch. Ey, das ist ja wohl echt nicht wahr. Warte, ich bin nach dem Green kann ich doch abschalten, oder? Jawohl. Stimmt, das kann ich ja machen. Hey, es hat geklappt. Nein, die 7 ist mal weg. Oh. Na toll. Tolle Kanüle hier. Was mache ich jetzt? Ja, ich muss ihn fertig machen. Das geht sonst nicht anders hier. Ob ich es alleine hinbekomme. Könnte knapp werden. Nein, nicht mit mir hier, Freundchen. So, gleich kann ich auch wieder Zen anmachen, glaube ich. Jawohl. Perfekt. Jawohl. Auch mit Zen-Modus mache ich jeden fertig hier. Egal. Ganz genau, T7. Ich hätte jetzt gerne auch einen Kaffee. So. Uno und Aharo. Und geht. Hey, er kennt mich wieder. Ich bin der Held von Typhon. Hey, ich kenne euch doch. Wieso kennen wir den? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon mal gesehen haben. Ach, ihr wart das in der allerersten Höhle, die wir waren. Boah, geil, die Folge. Nee, die war nicht mehr in der Beta, aber doch, oder? Ich glaube, die habe ich noch in der Beta aufgenommen, die Folge. Wow, das war ja mal cool. Wo wir diesen einen, den wir dann später fertig gemacht haben, als wir unser... Das war der alte Schüler von unserem Meister. Genau, cool. Die Macht ist noch immer mit uns. Vielleicht ist es unsere Bestimmung, das Imperium zusammen zu besiegen. Ich bin für alle Jedi-Truppen verantwortlich. Wir sammeln Verstärkungstruppen bei diesen Koordinaten. Geht dorthin. Organa, nennen das nie. Ja, gut, T7, du warst auch dabei. Ich weiß es doch. Ich weiß es, das reicht uns erstmal. Alles klar, dann würde ich sagen, wäre es das für diese Folge? Wir haben jetzt schon ein bisschen leicht überzogen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Oh, in dem Casino werden wir jetzt den nächsten Jedi finden. Oder auch nicht. Rostiger, oh Gott, wo müssen wir alles hin? Oh Gott. Ja, wir sehen uns dann aber in der nächsten Folge erst einmal im Raumschiff-Hangar. Dort werden wir mit dem Commander Aves oder wie er heißt, die Planetenquest anfangen. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, drückt doch auf Gefällt mir unter dem Video. Und bis zur nächsten Folge, möge die Macht mit euch sein. Tschüss.